und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu Valheim, dem Wikinger MMO. Seid gegrüßt zu einer weiteren Folge. Ja, wir waren stehen geblieben. Also ich musste mir gestern Nacht noch ein Feuerchen hier hinsetzen, weil der hat gemeckert, ist zu kalt beim Schlafen. So, jetzt sehe ich habe gar kein Hemd an. Jetzt will ich mal gucken, wie ich mir mein Hemd wieder anziehen kann. Hier. Das muss ja irgendwie... Okay, da ist es schon wieder an. Okay. Mit rechter Maustaste. Gut, wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen Ressourcen. Und zwar Holz. Kommst du her? So. Wir brauchen auf jeden Fall Holz und Stein und... Fackel ist auch kaputt gegangen. Kann ich den denn auch hier? Ja. Dann machen wir die Wurzeln auch direkt weg hier, ne? So, schwupp. Ne, der macht nichts. So. Das ist eine Buche, ne? Gut, die können wir umhauen. Hugin war auch schon lange nicht mehr da. So. Vermisst den kleinen Raben irgendwie schon wieder. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir uns Waffen herstellen können, damit wir auch unseren ersten Bossgegner töten können. Oh, 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 komm her. Gibt's direkt einen mit der Keule. Ja, jagen müssen wir auch. Wir brauchen natürlich auch Essen. Das wird langsam auch knapp. Das ist eine Birke, die geht nicht, ne? Ne. Aber hier liegen noch Stände rum. So. Wunderbar. Jetzt ist natürlich Stein. Stein ist das Problem. Hier liegen keine Steine mehr rum, großartig. Die ich aufsammeln könnte. Und hacken kann ich auch noch keine Steine. Heißt, ich habe natürlich ein Steinproblem. Aber da könnten wir uns gleich mal mit der Herstellung beschäftigen, ob wir da vielleicht noch ein paar andere Sachen finden, die ich vielleicht übersehen habe oder die jetzt dazugekommen sind und ich noch nicht reingeguckt habe. Hör auf, mit Steinen nach mir zu schmeißen. Kleines widerliches Stück. Das ist ein Level 2. Okay, der hat mich... Okay, der ist vielleicht doch eine Spur mit dem Knüppel zu... und der Stein sagte noch, wir sollen umdrehen. Gut, heißt es schnell meine Sachen holen und verschwinden aus diesem unchristlichen Stück und da erst wieder reingehen, wenn wir genug Waffen haben. Also mal ganz schnell, ich will mein Loot natürlich nicht da... Ja, da ist Hugin, ja. Super, jetzt kommt er natürlich, aber ich hole erst meine Sachen. Du hättest mich vorher warnen können. Nichtsnutzige Rabe. Friss mal lieber hier den komischen Molch hinter mir.
Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Und jetzt bloß schnell die Beine in die Hand. Und weg hier. So, okay, er hat von mir abgelassen. Haben wir wieder alles? Ja, ne? Den kann ich anziehen hier. So. Ja, Steinchen. Uns fehlen Steinchen. Mama mia. Feuerstein ist ja gut, aber ich brauche normalen Stein. Okay, Hugin, was ist denn los mit dir? Aufstehen, du bist noch nicht fertig, Krieger. Jedes Mal, wenn du niedergestreckt wirst, vergisst du einen kleinen Teil deiner Fertigkeiten. Und du lässt deinen Besitz fallen, an dem Ort, an dem dich der Tod umarmt hat. Wenn du dir inzwischen wünschen solltest, wieder zu Hause zu sein, dann empfehle ich dir doch, wo auch immer du dich nun zu Hause fühlst. Na, Hugin, den Tipp hättest du mir ja vorher geben können. Ich vergesse einen Teil meiner Fertigkeiten, okay? Mir ist jetzt nicht so, als wenn ich da was vergessen hätte. Craften. Auf jeden Fall kann ich erstmal ein bisschen Fleisch dran hängen. So. Nein, nicht brennen, nicht brennen, brennen. Oh, schnell ins Wasser. Oh, 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 oh. Was denn hier? Objekt kochen 1 bis 8. Nein, nicht schon wieder ins Feuer rennen. So, wunderbar. Können wir noch was kochen? Nur noch den einen, perfekt. Dann nehmen wir den auch noch. Komm, gib mir, bevor ich wieder Kohle habe hier. Du sollst mir ein Stück Fleisch geben. Brat schneller. So, wunderbar. Wunderbar, haben wir den auch. So, jetzt gucken wir mal in die Werkbank. So, und zwar... Ja, jetzt kann man nämlich die Feuerpfeile schon nicht mehr herstellen. Ich weiß zwar nicht warum. Den muss ich erst wieder neu herstellen, den Hacklotz. Oh. Und für den Hacklotz brauchen wir... Oh, von denen. Wo finde ich denn die nochmal? Oh, da habe ich ja noch ein paar von, das ist gut. So, jetzt sollten wir aber wieder... Ne, immer noch nicht. Upgrades. Zerlumptes Hemd. Feuersteinaxt. Keule. Hacke. Hier stellen wir mal eine Hacke her. Mal gucken. Ich glaube, eine Hacke ist jetzt nichts, um Steine zu machen. Eine Hacke ist doch vielmehr, um genau, um den Boden wegzunehmen hier. Das ist nicht möglich. Okay. Ah, Hugin, mein Freund. Was hast du mir zu berichten? Hugin? Oh, du hast eine Hacke hergestellt. Dieses Werkzeug wird zur Landwirtschaft verwendet. Man könnte sagen, dass es sich mit einem Hammer perfekt ergänzt.
Verwende sie, um den Boden zu säubern und das Terrain zu manipulieren. Es ist leichter, Gebäude auf ebenem Boden zu errichten. Ah, lieben Dank, mein kleiner gefiederter Freund. So. Okay, aber das ist auch noch nicht das Gewünschte, was ich gerne hätte. Eine Fackel muss ich mir aber eine neue herstellen. So, und zwar hier. Scharfes Messer. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Also Leder brauche ich auf jeden Fall. Das heißt, ich muss irgendwie an Leder kommen. So, heißt, ich muss jetzt irgendwie Tiere töten hier. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Aber wenn ich diesen Rehlein wieder hinterher renne, dann bin ich, kann ich doch wieder knicken. Wenn der sich nicht gerade festbackt. Ja, der hat mich schon auf 17 Meter gerochen hier. Naja, gehen wir ein bisschen im Hörfeld ein, eine Hoffnung davon, ein Wildschwein finden. Oder ob uns ein Wildschwein findet. Da ist ein Wildschwein. Mehrere sogar. So, da holen wir uns auch noch ein paar Nixenschwänze. So. Feuerstein nehmen wir natürlich auch direkt mit. Stein auch. Ja, dann müssen wir in der Folge tatsächlich mal so eine kleine Farm-Erkundungstour machen hier. Gehört ja auch dazu. Oh, oh, nur noch ein Leben. Ich muss mal ein Häppchen essen hier. So. Und Nixenschwanz. So. Jetzt muss das Leben mal wieder hochgehen, weil sonst bin ich ganz schön gekniffen hier. Schwitzen. Wenn ich schwitze, komme ich ins Wasser, oder? Ah ne, das ist ja schwitzen, weil ich nass bin. 18. Oh, hier ist noch so ein Runenstein. Kleiner Mist, Krückel hier. Komm her. Gib mir dein Fleisch. Hattest du nichts dabei? Oder hat er schon so schnell eingesammelt? Ich glaube, der hat so schnell eingesammelt. Löwenzahn nehmen wir natürlich auch mit. Wunderbar. So, Steine brauche ich noch. Steine, Steine, Steine. Ah ja, und Blümchen und Pilze und ach. Haben wir ja schon mal einiges gesammelt hier, ne? Stein ist aber rar und hier Feuerstein brauchen wir noch. Da müssen wir irgendwie noch unten an den Bach. Ja, und dann hätte ich gerne irgendwie eine Spitzhacke, damit das hier alles ein bisschen fixer und schneller geht.
Was ist hier, ein Aussichtsturm? Auch cool. Ist da vielleicht noch was drin? Nee. Okay. Aber das Schweinchen. Das Schweinchen, das ist da unser. So. Gib her. Wunderbar. So, und jetzt brauchen wir Feuerstein. Feuerstein und Stein und alles. So, zacki. Ja, Holz könnte man ja auch mitnehmen. Wenn, machen wir schon eine richtige Farmrunde, oder? Ich meine, dann nehmen wir auch noch Holz mit, bis wir nichts mehr tragen können. Jetzt scheint, also Stein ist echt müßig. Müßig hier. Oder ich laufe an allen Steinen vorbei und sehe die nicht. Das kann, das, ich glaube schon fast eher, das ist wohl der Knackpunkt hier. Weil ich hier an allen Sachen vorbeirenne. Ist das eigentlich, wenn ich hier den Hammer in die Hand nehme und abreißen kann ich das nicht. Schade, ich dachte, ich könnte es abreißen. Reiß mal die Keule wieder hin. So. Den machen wir auch direkt klein. So, ausgeruht 4 Minuten 6, okay. So. Holz nehmen wir natürlich auch noch mal mit. Das ist gleich unsere gute Axt dahin. Oh, können schon gar nichts mehr. Du trägst zu viel. Ah, okay. Dann muss ich jetzt mich nach Hause begeben im Schneckentempo. Mal gucken, kann ich ein bisschen was abschmeißen? So. Ah, so ist besser. Dann mal Abmarsch nach Hause. Ich muss mich sowieso gleich ins Bett legen. Dann hätten wir den Tag auch hinter uns gebracht, haben ordentlich Ressourcen gefarmt, aber sind immer noch nicht weiter mit Rezepten verflucht. Wo gehen? Du musst weniger Gegenstände mit dir herumtragen. Wenn du zu viele Gegenstände mit dir führst, wirst du beladen, wodurch du langsamer wirst und deine Ausdauer verlierst. Ja, vielen Dank für den nützlichen Ratschlag, Hugin. So, hier können wir jetzt ordentlich Essen braten. Davon haben wir jetzt auch eine Menge. Da hinten sehe ich schon unsere Hütte stehen. Und dann können wir uns hinlegen und dann können wir uns damit beschäftigen, morgen zu schauen. Ich habe das Gefühl, da kommt ein Hund. So, zu schauen, wie wir denn hier weiter craften können. Also so eine Spitzhacke, um Steine zu kloppen, wäre natürlich phänomenal. So 1,33, dann kriegen wir noch ein bisschen Fleisch durchgebraten, oder?
keinen Platz mehr. Nee, ich will auch nicht noch was draufhängen. Ich will ja noch ein bisschen was wegnehmen. Na komm schon. Ach, kein Platz mehr. Na, wie toll. So, machen wir die 50 Holz hier rein. So, und dann braten wir auf jeden Fall noch durch. Kein Platz mehr? Achso, kein Platz mehr, weil ich nichts mehr draufhängen kann noch. Sag das doch gleich. Ah, der flackert einmal auf. Ist ja wunderbar. Also wenn er einmal fertig ist, dann flackert er kurz auf. So, dann lege ich mich jetzt mal hin. Hier, zack. Und dann schlafen wir uns mal richtig aus. Oh, so ein langer Ladebildschirm. Du fühlst dich ausgeruht. Und bequem. Wunderbar. Tag 4. So, und ich hätte jetzt ganz gerne mal geguckt hier, den habe ich ja schon hergestellt, den auch. Verschiedenes, was haben wir hier? Steinhaufen, Raft. Was brauchen wir für ein Raft? 20 Holz, 6 Harz und eine Werkbank, okay. Dekoration, Schild, Standholzfackel, Kiste, Bett haben wir auch. Der würde sagen, wir guck mal, haben wir, also wir müssen noch Harz haben eigentlich genug, oder? Ja klar. So, dann gucken wir mal. Raft. Bauen wir uns doch ein Floß. Mein, so ein ordentlicher Wikinger braucht doch auch ein Floß. Fehlende Voraussetzung. Werkbank. Muss ich den jetzt in der Werkbank bauen oder so? Das ist hier nicht möglich. Nein, jetzt komm, jetzt mach keinen Quatsch hier. Ich ahne Schlimmes. Ich muss das mal ins Wasser schieben hier. So, nun, jetzt habe ich einen Raft gebaut. Boden einebnen. Ne, will ich ja gar nicht. Ist ja Quatsch. Ich will so. Festhalten. Benutzen. Jetzt? Wie fährst du denn? Muss ich bestimmt erst drehen, das Ding, ne? So, Schwimmfähigkeiten. So, und wie zum Henker? Festhalten. Ja, aber wie fährt man denn damit? So, laufe ich und dann lässt er wieder los. Da geht er auch.
Nein! Bist du verrückt? Okay. Irgendwie? Du suchst mal von der Seite. Ne. So, aber wie lasse ich denn jetzt hier das Segel runter und Baumenü umschalten, rotieren? Angriff blocken. So, aber der fährt nicht. Der fährt einfach nicht. Nö. Okay. Eine sehr gute Frage. Jetzt habe ich hier ein schönes Floß gebaut und kann nicht damit fahren. So, auf jeden Fall muss ich erstmal noch ein bisschen Krams hier wegtun. Ich bin einfach zu schwer. Da müsste ich noch eine Kiste bauen, ne? Dekoration, Kiste. So. So, dann ziehen wir mal den Wildschwein-Trophäe. Nächsten Trophäe. Das war alles, was. Buchesamen. Okay, die, dann können wir auch Holz anpflanzen. Ah, super. Lederschnipsel. So. Die nächsten Schwänze kommen hier auch erstmal rein. Der Stein kommt auch erstmal hier rein. Wunderbar. So, aber mich würde echt interessieren. Jetzt habe ich so ein tolles Floß und ich kann mit dem Floß nicht fahren. Warum? Wie fährt man denn mit dem Ding? Ich guck mal eben einmal hier in die Einstellungen. Baumenü. Gamepad aktivieren? Nee. So. Vielleicht liegt's daran. Nö. Nee. Da tritt der wieder auf das Floß drauf. Zu Ruder. Ah, okay. Festhalten will ich nicht. Ich will ja jetzt. Ah, okay. Jetzt kommen wir der Sache schon mal näher. Ich muss jetzt nur herausfinden, wie ich das Segel runterlassen kann hier. Zu Ruder. Ah, der steuert automatisch. Ah, okay. Na, da fahren wir mal eine kleine Runde, oder? Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich die aufgesetzt hier, oder warum fährt der nicht mehr? Nein. So, aber wie? Könntest du was zu essen vertragen? Jetzt hör auf, ich will gerade hier noch gucken. So macht er mir das Ding weg. So macht er mir das Ding ran. Da rudert er nach links. Da rudert er nach rechts. Und vielleicht mit Shift? Auch nicht.
Tja, irgendwie. Ich würde gerne das ganze Ruder drehen, aber das macht er wohl nicht. Tja. Schade. Gut, aber finden wir noch heraus auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Wir haben ein Reft gebaut. Wir sind ja eigentlich relativ weit gekommen. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir unseren Steinaxt bauen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.